Wollen sie nicht. Manchmal sogar scheint es so, als die Kinder oder Menschen, die in christlichen Familien aufgewachsen sind und sich nicht für Christus entschieden haben, die sind schwergläubig. Die werden schwergläubig. Sie haben die ganze, sag ich mal, Theorie vielleicht. Die ganze ist viel gesagt. Aber sie haben schon eine gute Theorie. Aber die Offenbarung fehlt ihnen. Sie haben nicht die Offenbarung. Und sag ich mal, wenn Johannes, der im Auftrag Gottes unterwegs war, er selber nötig hatte, eine Offenbarung zu bekommen, wie viel mehr einer, der sagt, ich will erstmal nicht mit Gott zu tun haben. Er hat noch mehr nötig, die Offenbarung zu bekommen, damit er sich eines Tages bewusst wird, hallo, boah, so bin ich vor Gott. Ich muss Buße tun. Ich muss umkehren. Verstehen wir, was Gott uns hier sagt? Und es ist unsere Verantwortung als Gemeinde, es ist unsere Aufgabe zu beten, dass Menschen die Offenbarung Jesu Christi haben, weil es nicht selbstverständlich ist. Man kann christliche Eltern haben, aber man wird nicht deswegen Christ. Es ist die Verantwortung sowohl der Eltern als auch der Gemeinde, dafür zu beten. Und da sagt uns Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 6. Lesen wir nicht auf zeitlichen Gründe, aber ihr könnt auch notieren und zu Hause lesen. In 1. Timotheus Kapitel 2 von Vers 1 bis 6. Paulus sagte, bete für alle Menschen, für Regierende, die an der Macht sind, damit sie gute Entscheidungen treffen, damit wir in Frieden leben und damit sie zu der Erkenntnis der Wahrheit Jesu Christi kommen. Das ist unsere Aufgabe, Gemeinde, zu beten, unablässig, beständig, nicht heute beten, übermorgen, naja, haben wir gestern gebetet. In 2 Tagen haben wir vorgestern gebetet. Das reicht. Es ist gut, einmal zu beten. Es ist doch besser, beständig zu beten. Besonders, damit die Menschen die Erkenntnis Jesus Christus haben. Es ist nicht selbstverständlich. Auch wenn du die ganze Bibel in seinen Kopf tust, tut nicht, wenn er die Offenbarung nicht hat. Amen. Dann haben wir gesagt, die Jünger Johannes haben Streit mit einem Juden? Okay, haben wir dann gerade erklärt. Ungefähr manche Motive vom Streit und daraus haben wir 2 Prinzipien abgeleitet. Erstens, es gibt leider Leute, die ihre eigenen Interessen im Vordergrund stehen und das blendet sie, Jesus zu erkennen und sein Werk zu erkennen. Und für uns heißt es, passen wir auf, damit unsere eigenen Interessen nicht in Konflikt mit Gottes Interesse kommen. Und zweitens haben wir festgestellt, die Erkenntnis Jesus Christus ist nicht mathematisch oder rational. Es ist nicht menschlich. Man braucht dafür eine Offenbarung. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinde dafür zu beten, besonders für unsere Kinder. Jetzt kommen wir kurz über die Reinigungsvorschriften. Weil in der Bibel ist geschrieben, der Streit ging um Reinigungsvorschriften. Sie gingen zu Johannes und erzählen über Taufe. Wenn man nachliest und nachforscht, es ist auch gar nicht ganz verkehrt. Warum? Weil die Reinigungsvorschriften, um das ganz kurz zu erklären, es gibt viele und im Laufe der Zeit Rabbiner haben immer mehr hinzugefügt. Aber es diente dazu, dass man vor Gott beständig ist, dass man vor Gott rein ist. Dass wenn man als Jude über Gott spricht, dass man in seinem Gewissen nicht zu beschämen hat. Man sollte vor Gott rein sein. Und ich hab ungefähr 3 Beispiele, damit ihr versteht. Zum Beispiel, wenn nach einer Geburt war eine Frau unrein. Und diese Frau, weil Blut vergossen ist, diese Frau sollte Reinigung, Opfer und gewisse Vorschriften behalten. Und das sieht man zum Beispiel in Maria. Als sie in den Tempel gegangen sind, wo der Simon, der alte Prophet, für Jesus gebetet hat, man sagt, sie haben Turteltauben gebracht. Das war eigentlich für die Reinigungsvorschriften von Maria. Man sieht auch manchmal, dass Jesus Aussätzige geheilt hat und gesagt, geh zu Priestern und bring das Reinigungsopfer. Das ist meist, also wenn man geheilt wurde von Aussatz, müsste man Reinigungsvorschriften bringen, damit man wieder vor Gott sauber ist.
Oder ein ganz einfaches Beispiel: Die Juden haben sich immer die Hände gewaschen, bevor sie essen. Das war eine ganz praktische Reinigungsvorschrift. Ja, wasch dir die Hände, damit du sauber bist. Und was ich sagen möchte, das war wichtig für Juden, rein vor Gott zu sein. Aber was interessant ist, diese Vorschriften, das war äußerliche Zeichen, die eigentlich auf einen innerlichen Zustand hinweisen sollte. Stehen wir? Ich bin rein, und wir erinnern uns, Johannes hat zu Buße gerufen, und um das zu besiegeln, müssten sie sich taufen lassen. Also die Taufe sollte nur ein Zeichen sein, ich habe mich innerlich vorbereitet, den Messias anzunehmen. Ich habe Buße getan, ich bin vor Gott rein. Um das zu stempeln, zu besiegen, ich lasse mich taufen. Also das war auch so. Alle Reinigungsvorschriften, man liest das sehr viel in 3. Mose, alle Reinigungsvorschriften waren nur Symbole, Zeichen, Bilder, damit die Juden verstehen, ich muss ein innerliches Zustand haben, und das äußere ich über ein Zeichen. Deswegen manche Übersetzungen auch an der Stelle, sie sagen nicht, dass sie über Reinigungsvorschriften geschritten haben, sondern sie haben sich geschritten darüber, welche Taufe richtig war. Ja, weil die Taufe, habe ich gerade gesagt, war ein äußerliches Zeichen, dass man innerlich vorbereitet ist. Verstehen wir jetzt? Was sagt uns dann der Heilige Geist, wenn wir diesen Streit nochmal betrachten? Sie streiten sich worüber? Über Äußerlichkeiten. Das ist eigentlich das, was der Heilige Geist uns hier sagt. Die Jünger, die streiten sich über die Reinigungsvorschriften. Sie streiten sich, wie man rein wird. Ob man sich bei Jesus taufen lässt zum Beispiel, oder man sich bei Johannes taufen lässt. Oder man sich die Hände, nur eine Hand wascht, sage ich mal so, oder zwei Hände. Aber auf jeden Fall, Details haben wir nicht. Fakt ist, sie haben sich über Reinigungsvorschriften gestritten. Und dabei, was wichtig war, sie haben vergessen, dass alle Reinigungsvorschriften auf Jesus hinweisen sollte, das perfekte Lamm Gottes. Er bringt die völlige Erfüllung der Versöhnung mit Gott, weil die Reinigung sollte dazu, oder die Sühnopfer war da, damit man wieder mit Gott versöhnt ist. Und das Lamm Gottes ist da, hat seinen Dienst, und sie streiten sich darüber, über Äußerlichkeiten, und daneben steht Jesus. Und wie gesagt, was sie Johannes erzählen, das ist eindeutig emotional beladen. Ja, er tauft auch, guck mal, und alle gehen zu ihm. Also, so betrachtet, man kann mit Sicherheit sagen, dass der Streit sicherlich über die Taufe war. Ob es Jesus, welche Taufe wichtig war. Manche Übersetzungen, wie gesagt, sagen ganz klar, sie haben sich geschritten, worüber welche Taufe am wichtigsten war. Aber wenn man bedenkt, dass die Taufe nur ein äußerliches Zeichen ist, dann waren sie falsch. Sie erkennen den Messias nicht, aber sie streiten sich über Zeichen, die auf das Messias eindeuten sollten. Wie traurig ist das? Und man sieht, die sind bereit, in Streit zu gehen, so nach dem Motto, wir haben die Wahrheit. Pass auf, du, das ist so. Wir sind richtig. Noch trauriger. Was Gott uns hier lehren möchte, ich glaube, das ist einfach dieses Prinzip. Gesetzlichkeit führt unvermeidlich zu Konflikten. Wo man sich auf das Äußere festklammert, es muss so sein, sonst ist es nicht richtig. Da ist immer Konflikt vorprogrammiert. Oder wenn es nicht so ist, dann bist du falsch. Ich bin richtig. Da ist Konflikt programmiert. Und genau so passiert. Genau das passiert hier. Und das beste Beispiel, was wir das sehen, das ist in dem Apostelkonzil. Das lesen wir auch nicht, aber ich erwähne das in Apostelgeschichte Kapitel 15. Was ist da passiert? Paulus und Barnabas haben an
Nationen oder heidnische Völker gepredigt, sie haben sich bekehrt und der Inhalt des Predigts war, wir sind aus Gnade gerettet über Jesus Christus. Super, super, sie haben Jesus angenommen. Und einige Juden kommen, sie sagen, nein, ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst seid ihr noch nicht gerettet. Oh, da haben wir ein Problem. Und die Bibel sagt, das war ein heftiger Streit über dieses Thema. Und dann sagen sie, okay, wir gehen zu Aposteln, Petrus und so, die saßen in Jerusalem und wir entscheiden über diese Frage. Gott sei Dank, die haben erkannt durch den Heiligen Geist, dass es nicht an Äußerlichkeit liegt, sondern der Kern der Botschaft ist, gerettet aus Gnade, wenn man Jesus Christus vertraut. Also, wie der Mark manchmal sagt, Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Uns als Gemeinde, es ist gut. Wir haben in dieser Welt ein Phänomen, was wir Globalisierung nennen. Was heißt das? Das heißt, die Welt wird nicht unterteilt, sondern die Welt wird wie ein großes Dorf. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, aus unterschiedlichen Verständnismustern und Denkmustern prallen zusammen, wenn ich das mal so sage. Und da ist ganz wichtig, wenn wir uns nicht bewusst sind als Christ, als Gemeinde, dass die Hauptsache ist nicht, um wie viel Uhr ich esse oder um wie viel Uhr ich unbedingt, keine Ahnung, also ich meine an gewisse Regeln, an menschliche Regeln, die vielleicht aus unserer Kultur geprägt sind. Wenn wir uns darauf fokussieren, dann sind Konflikte in Gemeinde vorprogrammiert, dann sind Konflikte in Beziehungen vorprogrammiert, dann sind Konflikte in einem Land vorprogrammiert. Also Gesetzlichkeit führt unvermeidlich zum Streit. Und für uns als Gemeinde, es ist wichtig, besonders in einer interkulturellen Gemeinde, dass wir bewusst sind, das Äußere ist gut, vielleicht für mich, aber nicht wie das anfühlt für den anderen. Was ist wichtiger? Was Jesus sagt. Was Jesus sagt, das ist wichtig. Und vielleicht als Hilfe können wir uns das bewusst machen. Wenn wir über ein Problem streiten in der Gemeinde und wir erkennen, dass die Wurzel dieses Problems vielleicht an Kulturen liegen, es wäre vielleicht gut, diese drei Fragen zu stellen. A, was sagt die Bibel oder Jesus oder Gott dazu? B, was sagt meine Kultur dazu? C, was sagt meine Erfahrungen, sprich anderen Kulturen dazu? Und wenn wir diese drei Antworten haben und gegenüberstehen, können wir vielleicht am weisesten entscheiden. Und das lehrt uns der Heilige Geist in dieser Geschichte. Äußere Vorschriften, die ein innerlicher Zustand besiegeln sollte, das wird wichtiger als der eigentliche innerliche Zustand. Das ist schade. Und auch in der Gemeinde, lass uns aufpassen, lass uns darauf achten, dass wenn wir Gott anbeten, dass die Prinzipien Gottes, was der Kern der Botschaft des Evangeliums ist, das soll der Kern bleiben und daran sollen wir uns festhalten. Natürlich, alles andere ist nicht unwichtig, aber wenn wir uns auf das Wichtige fokussieren, dann hilft es uns. Deswegen glaube ich, dass man in einer Familie unterschiedlich sein kann, alleine von Charakteren her, aber trotzdem zusammenleben kann. Weil, was ist wichtig? Wir sind Geschwister. Ich glaube, dass in einer Gemeinde man unterschiedliche Meinungen haben kann, aber trotzdem gemeinsam für Gott arbeiten kann, sogar erfolgreich. Warum? Weil Jesus Christus der Haupt der Gemeinde ist und nicht ich und nicht meine Kultur und nicht meine Denkweise und nicht mein Denkmuster, sondern Jesus Christus. Und ich glaube auch, dass in Beziehungen es ist möglich, dass man trotz verschiedener Kultur, dass verschiedene Charakterzüge, dass man doch gemeinsam leben kann. Warum? Weil wir uns auf eine wichtige Sache konzentrieren können. Das kann zum Beispiel Treue sein. Wir sind unterschiedlich, aber wir bleiben uns treu. Wir sind unterschiedlich, aber wir lieben uns. Wohlgemerkt, Liebe ist nicht Rede, sondern Liebe ist Tun. Wir können sagen, wir sind unterschiedlich, aber wir entschlossen uns gemeinsam
eine Sache zu machen. Das konnten viele Menschen in der Welt ganz gut. Man sieht das, wenn man die Weltgeschichte betrachtet. Wenn es ein Problem gibt, dann sind auf einmal Feinde Freunde, weil sie auf irgendeine Weise einen gemeinsamen Feind gehabt haben.